Hi, ich bin Bernie und ich stehe auf Popkultur. Ich bin Adam, Prinz von Eternia. Klingt wie die Vorstellung in einer Selbsthilfegruppe, aber nein, ich bin stolzes Kind der 80er und habe auch das ein oder andere schöne Sammelobjekt aus meiner Kindheit zu Hause stehen. Weil die Kinder meiner Generation Schwierigkeit haben, loszulassen. Was mir allerdings noch fehlt, ist was von den Masters of the Universe. Masters of the Universe. Das ist so eine Fantasiewelt, in die man für ein paar Stunden verschwinden kann. Und das hat mir von der ersten Sekunde an gefallen. Irgendwie ist das ganze Ding mit Eternia ziemlich an mir vorbeigegangen. Und das will ich jetzt ändern. Ich lüfte das Geheimnis. Ich lasse keinen durch. Ich bin dabei. Ich hatte einfach wahnsinnig viel Freude und Spaß mit meinen Freunden und diesen Figuren. Mein altes Masters of the Universe Herz springt da einfach hoch, wenn ich es schon im Laden stehen sehe. Es ist Sternenstaub. Ja. Als ich 8 oder 9 war, habe ich diese Sternenstaubkassette rauf und runter gehört. Diese Stimme wird mir nie wieder aus dem Kopf gehen. Das ist Skeleton, dieser Teufel. In 4 Folgen nehme ich euch mit auf meine Reise, um herauszufinden, was die Faszination dieser Marke ausmacht. Hey, ruf deinen Helden! Ich spreche mit verschiedensten Leuten aus dem Motokosmos und erfahre mehr über die Anfänge, die Fans, Messen, Merchandise und alles, was es rund um die Muskelmänner zu wissen gibt. Eine Reise in die Vergangenheit. Bei der Macht von Grayskull. 40 Jahre He-Man in Deutschland. Ich habe die Kraft! Ich komme mir gerade echt sehr alt vor. Herzlich willkommen bei Meister des Universums. Männer, die auf Katzen reiten. Ab dem 23. Dezember, wöchentlich. Masters of the Universe von Mattel. Überall, wo es Podcasts gibt.